Hallo Leute, was ist los mit euch? Tja, ich weiß nicht, was ist mit euch los? Mit mir ist auf jeden Fall einiges los. Ich bin ganz schön außer Puste, weil ich eben hier noch erstmal rüberrennen musste. Mensch, es geht heute Schlag auf Schlag, sag ich mal. Ach, ich sag euch, ey, heute ist schon wieder ein Tag, ne? Ist einfach nur ein bisschen anstrengend, ne? Bis morgens in der Redaktion, dann musst du die ganze Zeit vorbereiten. Dann hast du hier krasse Sendungen. Dann musst du auch noch auflegen und jetzt müssen wir auch noch hier ein paar Leute verkloppen. Na gut, das Leute verkloppen ist auf jeden Fall noch das Coolste wahrscheinlich an allem. Ja, eigentlich sollte ich natürlich hier mit zwei Freunden sitzen, zwei guten Freunden, Daniel und Yannick, aber die sind leider etwas unpässlich. Der gute Yannick ist, wenn ich richtig, ist eine richtige Erinnerung habe, ist glaube ich im Urlaub. Und wen habe ich noch vergessen? Daniel, genau, Daniel, der ist leider krank, wie ihr vielleicht schon vorhin gemerkt habt, wenn ihr im Twitch-Chat unterwegs wart, da hat sich der gute Daniel natürlich rumgetrieben, weil zu krank zum Tippen ist er anscheinend nicht, ja. Aber zu krank, um hier aufzutauchen, wo man hier nur sitzen muss. Vielleicht mal am Controller hier ein bisschen mit seinem Daumen da drum rumdrücken, so, ne? Das kann er anscheinend nicht mehr. Oder so. Ich bin Daniel. Oh, mein Leben tut so weh, ja. Genau. Naja, jetzt sitze ich hier halt so, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere. Ich komme gleich mal vorbei, weil ich muss noch kurz was erledigen. Ach so, ja. Na gut, vielleicht kommt der Hannes noch rum. Der muss noch kurz was erledigen. Es kann entweder Bier trinken oder auf Klo gehen sein. Eins von den beiden Sachen, die Hannes eigentlich nur so am Tag macht. Also es wechselt sich immer so ab. Ja, das ist wie so eine Sinuskurve im Prinzip. Wenn ihr auf der, würdet ihr jetzt sozusagen oben wäre Bier trinken und unten wäre sozusagen auf Klo gehen, dann pendelt das sozusagen immer so, so eine Sinuskurve zwischen diesen beiden Tätigkeiten hin und her. Und ja, wenn man mit ihm sprechen will oder wenn man mit ihm irgendwas machen will, dann muss man ihn immer genau auf der Nulllinie, muss man ihn erwischen. Da, wo sich die beiden Werte Bier trinken und auf Klo gehen gerade ausgleichen, da kann man dann mit ihm sozusagen interagieren. Ansonsten, ja, ist das eben schwierig. Aber ich meine, gut, Hannes, ne? Ich meine, als ob der hier irgendwas zu tun hätte. Er hat ja Alvin. Wissenschaftlich, ich bin stolz auf dich. Sophia ist stolz auf mich, denn ich habe eine wissenschaftliche Erklärung geliefert, die anscheinend korrekt ist. Sophia, ist das richtig? Ja. Naja, gut. Sophia in der Regie, das ist ja cool. Aber normalerweise bin ich mit Sophia in meiner Regie zusammen und wir machen lustige, coole Action. Aber heute leider nicht, naja. So, wir spielen, habe ich das überhaupt schon gesagt? Ja, wir spielen natürlich Mortal Kombat 10. Mortal Kombat X. Haben wir das letzte Mal schon mal angefangen? Ich hoffe jetzt, wir haben hier den richtigen Spielstand. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen dumm. Ich hoffe mal, ja, dass es jetzt einfach mal klar geht hier, dass wir jetzt einfach weiterspielen können. Ich bin mal gespannt. Wir checken es einfach mal aus. Und go. Ja. Go. Jetzt aber. Ja, sehr gut. Vorschläge? Sub-Zero. Oh nein! Es ist wieder auf Diese Chance I. Ist vertan. Na gut, Werbepause. Werbepause stellen wir wieder auf Englisch um. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Huch! Nein. Hölle los. Ja, denke ich auch. Chu, Deng Jin. Das war's? Hier ist Johnny. Eine Übungsstunde. Mist, ich hätte es wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Okay, ihr wollt also anscheinend lieber Deutsch? Nee, oder? Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Kenshi, yeah! Ich will mal eine Weile mit Kenshi spielen, ey.
Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn Sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Ist nicht gerade leicht. Ich sehe schon, hier geht die krasse Diskussion ab, ob Deutsch oder Englisch. Hey Leute, wir machen es einfach so. Hier jetzt halbes Stündchen Deutsch und dann in der Werbepause stellen wir schön um. Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Meng. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf, Sandor, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. S.E., Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen. Erdenreichler? Rot. Hört sich an wie Sturmtruppler bei How I Met Your Mother. Kenji, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Die Stimme ist richtig geil. Wieso führst du uns dann an? Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen. Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir die komischen Verträge haben die noch nie irgendwie respektiert, ey, dass ihr das immer noch nicht checkt. Wiedergänger? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ich bin vom Erden. Er hat seine Jahrmarkt-Wahrsagerin-Skills ausgepackt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu, du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Also ich will jetzt hier nicht du irgendwie... Uns zum Kahn. Ich sag ihm, du hast uns erledigt. Unken, aber... Also ich weiß nicht. Haben die denn schon mit dem Wissen, dass er, sag ich mal, ein Homosexueller ist, ihm auch so ein bisschen so eine Stimme gegeben? Also er spricht auch so ein bisschen tuckig, muss ich sagen.
Du kannst uns einsperren. In diesen Zeiten aber des Krieges sind wer wird die Wahrheit sagen? Alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Naja. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Kann ich lieber mal die Hand abschlagen oder sowas erstmal? Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin! Oh, jetzt kämpfen wir jetzt mit Jin oder was? Der ist ja auch ein neuer Charakter, da bin ich mal gespannt, wie der so abgeht. Ich glaube, das ist schon ganz geil mit seinem Bogen und so. Auf ihn bin ich auch gespannt hier, den Pistolero. Muss ich sagen, in den Trailern kam der ganz schön... kam der fast ein bisschen OP rüber, so. Er hat so viele Attacken, die auf Distanz gehen. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Eine Lektion in Vertrauen. Na, gucken wir doch mal, ja. Jin, kämpfen wir mit Jin. So. Wollen wir nochmal sehen, was er so kann. Der Gute. Oh, das sind ja schon mal ein paar ganz gute Kombos hier. XXX, XXY, zurück X. Zurück Y, A, okay. So, und dann ist das eher so ein Viertelkreis-Typ, ja. Viertelkreis vorne, Viertelkreis hinten. Aha, das sind die ganzen Arrows. Lunge Kick hört sich gut an. Cartwheel Drop. Na, dann gucken wir doch mal. Aha. Bäm, Alter. Ups. Wow, Alter. Ups, da haben wir schon mal so eine kleine Attacke von ihm gesehen. Ja. Und da hat er auch mal gut aufs Maul bekommen. Naja, gut. Dreimal X und Y und so, das sind natürlich einfache Sachen. Ups. So, was haben wir denn hier noch so? Ups, da haben wir den Bogen. Ja, den Cartwheel Drop finde ich auch. Ups, da haben wir. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier. Kleinen X-Ray, den wir noch geben können. Alter. Whoops. Und das war auch, war's auch schon mit seinem. Ups. Nochmal ein kleiner Cartwheel-Drop mit Mieter vielleicht. Ah, nee, das war's auch schon mit ihm. So. Hey, Hannes, na? Was geht? Hast du mir auch eine Apfelschorle mitgebracht? Ja, natürlich. Das ist aber schön. Schon mal Mortal Kombat gespielt, du? Ja, ich habe schon Mortal Kombat gespielt. Echt? Ja, mit geil. Felicitas. Ach, sogar den 10er jetzt? Den 9, ja. Ja, geil, Mann. Siehst du, dann kannst du gleich auch ein bisschen abgehen. Dem habe ich auch schon gezockt. Mit dem habe ich noch gar nicht gezockt. Dann bist du jetzt ja sogar schon weiter als ich. Das ist ganz witzig. Der schleudert irgendwie diese Figur da immer nach vorne. Jedes Mädchen ein Pony wünschen können. Du spielst Story, oder was? Genau. Okay, jetzt spielen wir gegen ihn. Ja, willst du gleich mal eine Runde? Ich hab ja gerade. Nee, mach mal eben. Ich öffne hier mal den Chiat-Piatsch. Mhm. Ja, erstmal kurz. Eine Werbung brauchen wir auch, na gut. Na toll. Mal gucken, machen wir hier die Sequenz mal noch fertig, was? Hui! Batz! Und runtergeballert. Pharah Thor heißt der Gute. Also die beiden. Pharah und Thor. Auch neue Charaktere, haben wir vorher noch nicht gesehen. Geile Stimme. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir es doch auf Deutsch. Irgendwie gefällt es mir ganz gut gerade. Finde es irgendwie lustig. Ich finde die Stage ganz geil. Im Hintergrund ist dieser. Du kämpfst jetzt mal und im Hintergrund ist dieses riesige Viech. Ah, shit. Und die bauen da so pyramidenmäßig, so Sklaven bauen da das alles auf. Und gleich, glaube ich, reißt der Dude da hinten. Alter. Alter, der Kombo nisiert dich voll.
Und jetzt reißt hinten der Typ da gleich dieses Tor ein. Also Typ kann man den nicht nennen. Yes! Oh. Nice. Schieß ihm ins Gesicht. Ja, warte mal, wie war denn nochmal... Ah. Wie war denn nochmal der... Ah ja. Ups. Du hast jetzt Special, glaube ich. Du mit allen Schultertasten oder so. Ja, warte, ich mach mal den hier. Oh, wie hast du den denn gemacht? Ach, so ein halber war das dann, ne? Das war einmal Meter, also immer einen Special Move machen und dann plus RT. Ups, oh, der macht da gleich mal einen Konter. Auch nicht übel. In sein Gesicht, nein. Ups, ach, wie war das nochmal genau? Was spielst du für eine Schwierigkeit? Wir spielen auf leicht. Auf leicht? Jo. Okay. Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. Ups. Ja, der macht leider viele Attacken von unten. Oh, hallo. Fuck. Schön. Ein Bogen ist auch eher so eine Nahkampfwaffe. Ja, klar. Nice. So, dann geben wir ihm den nochmal. Und ey, die ganzen Zwischenfatalities oder wie auch immer die Dinger heißen, ey, immer in die Augen. Die stehen so auf die Augen. Ja, die stehen einfach nur auf die Augen. Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Leider bist du irre. Ja, leider bist du irre. Bei euch alles klar? Na gut. Ja, aber jetzt... Lassen wir mal kurz hier... Wir machen sofort Werbung, aber wir wollen auch noch sehen, wie unsere Dudes hier abgeführt werden. Die Erdenreichler, ja? Diese hier muss mehr... Oh, sie ist auch sehr cool, auf jeden Fall. Wir müssen Kotal Kahn sprechen, General Blake. Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Geile Augen. Wie auf alles. Darf ja, aber die ja, sie hat so geile Facettenaugen, ne? Werden wir den Imperator befragen? Ihr wartet hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Derbe Dieb. So, jetzt können wir mal Werbung machen. Jetzt können wir mal... Zack! Ab in die Schwerschwung.